Abend. Weiter geht's mit Hint Nummer 1. Was ist jetzt 5? Hier sehen wir schon das Duell zwischen Be Good Racing und Like or Die. So, ich hoffe, ihr habt alle das Event bis jetzt genossen. Ach, wir sind ja wieder in dem Park beim ZDF-Maskerad in der Nacht. Ja, auch der Blani, was noch fährt auf 3. Und hier haben wir den Agro-Andi, der auch noch da ist. In der Box steht noch unser Little Snake. Danke schon mal dir für deinen Raid. Der Raven, der Alexander. Tick fährt auch nochmal. Clement, Leo fährt nochmal. Lukas, Evo und der Langsi. Auch jetzt schon mal Zeitenverbesserung. Und der Kollege Costa fährt hier quasi erstmal weg. Letzte Zeit vom Like or Die 1:44.834. Ja, das ist doch sehr geil, wenn wir hier Jungs. Formation fährt. Und dann kann ich hier schon mal was bieten. Oh, auch hier dasselbe Spiel wie vorhin. Der erste von LMP1 fährt in die Box. Reden wir quasi in Alphabet. Oh, Fehler hier vom Like or Die. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Der Vorsprung ist dann quasi auf 1,2 Sekunden angewachsen. Blani ist 17 Sekunden zurück. Wie gesagt, ihr seht links die Live-Tabelle. Nach dem Event geht es natürlich auch weiter. Marcel und ich werden dann zur GTSL rübergehen und im Hintergrund hier die Organisation ein bisschen tun. Der Ralf ist ja noch im Stream. Weil da findet jetzt dann ja 7 und 6 statt. So, der Agro-Andi unterwegs. Dritte Runde, beziehungsweise jetzt die vierte. Und der Little Snake ist unterwegs, fährt jetzt seine erste Runde. Da kommt der Raid rüber vom Marcel. Vielen, vielen Dank, Marcel, für den Raid. Und diesmal hat es auch geklappt. Das Update hat funktioniert. Und der Raffi ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Abend. Weiter geht's mit Stint Nummer 5. Ja. Und dann zum Ralf. Fang doch mal an. Da sehen wir hier im Augenblick auf der ersten Position der Gruppe 3 Fahrzeuge. Der Costa. Alles klar. Jo, bis gleich, Marcel. Ciao. Dann haben wir Like or Die. Dann der Lani. Dann der Agro-Andi. Dann der Little Ness. Dann haben wir den Raven. Guten Abend. Guck, schön, dass du reinschaust. Alexander ist noch in der Box. Der Tick steht auch noch an der Box, also da dauert es noch ein bisschen, bis es da losgeht. Und der Erste geht auf die Strecke und das ist Lukas Evo, liebe Freunde. Da ist der Erste der LMP1-Fahrzeuge. Der Lukas wieder, wie vorhin auch in Stint 3, auch eine kurze Pause gehabt und schwingt sich hier quasi wieder 1,5
um den quasi, das also 1,5, 1, ja. 59 Runden. Halbstunden. Das Lenkrad. Sig ist jetzt auch raus. Hat jetzt auch seine Box verlassen. Also da haben wir BSR dann auf 2. Und da schmeißt er fast das Auto weg, liebe Zuschauer. Da schmeißt der Tick das Auto weg. Auch er mit dem zweiten Stint. Am heutigen Nachmittag, beziehungsweise jetzt Abend. Alexander ist noch, Rowley ist noch drin, Langsi ist noch drin. So, Costa 2,7, der kann sich langsam wegfahren. Von hier Like or Die. Auch hier ist WS Racing auf der 2. Dani haben wir auf der 3. Dann Akku auf der 4. 5 haben wir Little Snake. 6 unseren Even. Der Lukas hier schon wieder mit Zeitenjagd. Mal hier Kollege Tick und hier der Clem fährt hier der SBM. Beiden sehen wir jetzt noch keine, wird es aber jetzt aber jemand hier auch liegen. Ja, Rowley, das hatten wir heute mal. Ich habe ein Déjà-vu, liebe Freunde. Ich dachte, Wiederholungen hier gibt es an Kollegen Rolli zu sehen. So, holt ihr hier das GT3-Fahrzeug oder auch nicht? Ja, doch, sollte eigentlich. Ne? 3,2 Sekunden. Das ist natürlich auch für einen. Das ist natürlich schwierig. Wenn der Kollege so klitscht, da kannst du nicht wirklich gut aufpassen. Was willst du da machen? Den hat er nicht gesehen. Ins 30, 4, 1, 5. Sind wir schon wieder auf Bestzeitkurs. Exzellent, einen wunderschönen Dynamik. Ja, es ist nur bei verschiedenen Fahrzeugen so oder bei verschiedenen Leuten. Ne? Wir sind doch auf dem Weg der Besserung. Weißt du noch? So, jetzt hat er ihn überholt. Jetzt hat er es weg. Ja, ist natürlich grausam. In dem Fall. Gebe ich dir aber schon recht, exzellent. Ich hoffe, hier geht es soweit gut. Ja. Also da kannst du echt nichts machen. Da weiß gar nicht, was du, wo du überholen sollst. Du kannst es gar nicht berechnen. Es gibt gar nicht. Das wäre eine wunderschöne. Excellent schreibt bei mir das erste Mal auf dem Kanal. Bild mal ein. Excellent hat bei mir jedes Mal ein Herz erfüllt. Auf jeden Fall. Gebe ich dir vollkommen recht. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Sind wir bei meinem Clem. Der im Augenblick auf der 3 der LMP1-Fahrzeuge ist. Hat jetzt einen Raven vor sich. 30744 seine Zeit. 30407 ist gerade die neue Bestzeit aufgestellt worden vom Tick. Haben wir den Rowley? Hier gesehen. Und Langsi. Grüße nach Österreich. Der Kollege unterwegs. Mit
im Plexfahrt. Einen haben wir mehr. Wo denn? Ja, da warten wir hier noch auf Racing Team aus Friesland, dass die hier losstarten kann. Vorne fährt hier der Costa weg. 4,8 Sekunden, 4,9 Sekunden ist er jetzt schon von Lagodai weg. Auf Platz 2 liegen. Ah, jetzt ist er da. Schau mal, könnte eine neue persönliche Bestzeit geben hier vom Kollegen Lagodai. Schau mal, bleiben wir mal drauf. So viel Zeit verloren. Das hat mich jetzt gewundert, eigentlich im letzten Sektor. Jetzt müssen sie natürlich aufpassen. Die Teamkollegen sind im Hintergrund. Ja. Einmal Richtung geben. Dann wäre es natürlich ideal, dem Kollegen oder den anderen Fahrern der LMP1-Frage zu zeigen, hey, ich fahre nach links oder ich fahre nach rechts. Wäre natürlich ideal. Tickt mit einer nochmal schnelleren Zeit. 30.071. Neue persönliche Bestzeit vom Blani, 1:44.930. Dann sind wir hier beim Andi. Quasi eine Schikane und hatte hinten den Rolli hinter sich. Ich hätte gedacht, das wird schneller, wann er dunkler zu werden. Ja. Little Snake hier auf einem guten fünften Platz, 45.720, seine Zeit. Der Lukas haben wir auf der sechsten Position, 30.122, im Augenblick schnuppert er noch nicht an der Bestzeit. Ja, vorhin waren es noch andere Straßenverhältnisse, jetzt müssen wir gucken, jetzt sind wir aber hier auf Bestzeitkurs, liebe Freunde. Wir haben hier Purple Zeit. Zeit hier. Lukas. Das ist der beste Mann. Würzburger, einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch, du bist bei mir auf dem Kanal gelandet. Das schön außenrum vorbei. Zum Little Snake hier in sein Fahrzeug, in sein Mercedes. Zeitverbesserung sollte dann sein. Hat auf dem Raven 20 Sekunden Vorsprung. Das ist hier der neue Fahrer, der Enton. 45.276, persönliche Bestzeit, ist jetzt noch einmal auf einer schnellen Runde unterwegs. Schauen wir mal, das war's mit der schnellen Runde. Bremspunkt verpasst. Punkt verpasst, ja, müssen wir schauen, weil ich muss auch noch üben. Also wer sich bereit erklärt fürs KBTV-Event, wenn mal nächste Woche, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde nämlich ein paar Runden gerne drehen wollen.
bloß am Donnerstag und am Dienstag, da kann ich nicht. Ja, wenn wir hier schon auf Daytona sind, nehmen wir ja zügig auch mal so vielleicht vorne mit. Fahren so eine Top 4 vielleicht, wenn es klappt. Ja, und Papa Joe gibt hier quasi den Anheizer für Raven. Hart wieder beim Nehmen im Fahrzeug. 7 Minuten 12 ist der Vorsprung. Wenn auch mehr ist, nee. Auf jeden Fall Zeit. Schauen wir mal, wo die Zeit stehen bleibt hier für den Clemen. Für den Clem, Entschuldigung. Einzige Zeit im Schnitt. Die 29 ist geknackt, liebe Freunde. 29,590 für Kollegen Lukas. 32,302 hier vom Rolli. Das ist echt schlecht drin. 31,381 für Langsi. Und hier jetzt auch Racing Team Ostfriesland unterwegs. Hier auf der 12. Position. Mit dem Mercedes 145,284. Eine erste Runde hier vom Kollegen Alexander. Halten wir mal drauf. Oh, hat in der Mauer etwas mitgenommen. Ein bisschen zu arg gestriffen. Bestzeit ist die hinten einfedert, ne? Bounce ohne Ende. Mal von anderen dann schauen, ob der auch so bounced, ob das von der Einstellung her. Dann also 45,101. Warte mal. Ja, der fährt ganz anders. Das ist schon eine Fahrwerkseinstellung. Der bounced nicht so. Also ist es irgendwie Einstellung des Fahrzeugs. Die Abstimmung scheint da anders zu sein, liebe Freunde. Poste in der Box. Auch der Kollege Leikodai geht rein. Und die Einstellung hier nochmal ein von Plani. Bundi feuert an, auf geht's, Racing Team aus Friesland, ihr könnt das. Das denke ich doch auch, dass es könnt. Schön reinfließen mit dem Besenwagen. Dann Feuer frei, der wird jetzt auch gleich die oder nächste Runde in die Box gehen, hier der Plani. Aber er setzt auch so auf. Guck mal. Das von Angry Bird aus. Und den Speed Spots. Speed Spots. 45,875. Mehrere Zeit. Hier sehen wir hier dann den Unterschied. Ne? Gemacht, gemacht. Fliegen sie durch. Dann kommt hier die Gruppe quasi 1, also sprich die RMP 1 mit einem etwas schnelleren Fahrzeug, muss man so sagen. Neue Bestzeit, Lukas! Nochmal verbessert ans 29,651. Na, dann spielst du schon, dass du da bist. Ja, bin ich wieder da. Du bist halt wieder dabei, das ist schön, das freut mich. Guck mal, vorhin leid, wegen dem Ausfall vom Stream jetzt zum Schluss. Hat mich verkotzt, ne?
normal, dann war es auf einmal weg, jetzt eine Zeit lang. Jetzt ist es wieder. Heute ist erstmal seit längerer Zeit wieder da, dass ich das Stream wieder nicht funktioniert. Irgendwas abbricht. Weiß es nicht warum. Kann es nicht sagen. Wenn jemand einen anderen Router besorgen und komischer Bescheid sagt. Ja. Zieht er vorbei, der Lukas. Und nochmal aufs Racing Team aus Friesland. Nur da dabei. Rocket, einen wunderschönen guten Abend. So, Lukas auch hier vorbei. Hast du wieder einen PS? Ich hab keinen. Nein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der Gerd ist auf jeden Fall der Host. Und Clem hier mit Lila Zeit, liebe Freunde. Hier jetzt vorbei am Raven. Der gehört, meldet sich gleich. Wo habe ich meinen Namen gehört? Jetzt auf die Art. Alles gut. Und 31.945 für Clem. Hier unterwegs. 45573. Mitten kommt schon wieder die LMP1-Bedrohung. Wird schon wieder dunkler. Da kommt das Flugzeug von links angefahren. Alles wunderbar gelöst. Einen Bühnenwechsel gibt es danach noch. Da sind wir dann beim Prübel ist auch schon. Ja, genau, der gehört auch dazu. Prübel ist ja auf der anderen Seite bei der AM. Nein, wir wechseln danach zum Schluss, zum Finale, zum guten Kotzbär. Er hat dann quasi den Schlussspurt des Events. Weiß ich. Also, egal was er sagt oder nicht, der Rolly fährt heute wirklich stark. Das schaut halt nur Katastrophe aus, halt, was er halt hier im Bilde hat, ne? 3130, 610. Auf jeden Fall keine schlechte Zeit, aber es ist halt einfach grausam anzuschauen. Hat nichts gegen Rolly, aber einfach. Ja, ihr müsst es leider verzeihen, dass ich den Rolly nicht so oft im Bild habe. Schaut nicht schön aus, sind wir mal ganz ehrlich. So, der gute Raven hat 1,1 Minute und 15 vorm Fernsehen in dem Sinne. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Fahrzeugtypen, also nicht an der orientieren. Das wird sich dann im Laufe des Rennens dann noch angleichen. Rauskommen. Und Alex. Schönartig sein. Gut. Auch hier in Ostfriesland unterwegs. Alex.
Ja, immer wegen aufpassen, immer halt, du musst halt immer, sobald die blaue Flagge geschwenkt hat, musst du halt einfach in den Rückspiegel schauen, wo er halt ist und dementsprechend auf die Ideallinie fahren. Du brauchst ja den Rennen nicht kaputt machen, ganz klar. Aber dementsprechend. Ja, einfach nur ein bisschen aufpassen. So, no, der gute Costa. Neue Bestzeit der Gruppe 3 Fahrzeugen. Es ist jetzt natürlich wahnsinns ärgerlich hier, dass genau der Kampf so stattfindet und mittendrin das LMP1-Fahrzeug. Hat sich jetzt zwar schon relativiert. Oh Jungs, lasst euch doch Platz. Ja, 30 Sekunden Vorsprung hat der Costa. Da mit dem führenden Lukas. Freunde. Das ist natürlich der Worst Case, was wir haben. Daten bei Costa. Aber was willst du machen? Du hast eigentlich den Gesamtführenden vor dir. Du kriegst die blaue Flagge nicht geschwenkt, weil du ja eigentlich noch, in Anführungszeichen, eher aus der Box gefahren bist. Aber trotzdem ist das eigentlich. Stellt euch vor, der hat jetzt noch den Motorschaden. Der hat aber den Schaden. Ja, ja, Jungs. Das ist natürlich nicht gut. Vorne links der Schaden durch den Aufprall hier mit dem Costa. Ganz, ganz ärgerlich. Zu dritt geht es halt einfach nicht durch. Muss man auch wirklich so sagen. Ist natürlich hier nicht unbedingt. Lukas fährt in die Box. Ich habe jetzt keine gesehen, bin ich jetzt ganz ehrlich. So, dadurch ändert sich natürlich das Klassement so ein bisschen. Halbe Sekunde, Zeitstrafe für den Tick. Der Vorsprung. Das ändert sich halt so. Ah, Lukas im Augenblick auf der 4. Hat einen Schaden repariert, hat sich neue Reifen geholt. Mit Folgendang, dann hat er einfach sich taktisch einfach ein bisschen anders gelegt. Soll jetzt aber auch nicht das Problem sein bei seinem Speed. Denke mal, ist das Ding mal auch kein Problem. So, packt er sich hier schon mal den ersten GT3. Und ist an ihm vorbei. So, wie schaut es denn aus hier beim Kollegen Andi? Der ist 3,6 Sekunden vom weg. Also, sprich, nächste. Der LMP1, das sieht man jetzt hier. Aber das wird sich dann auch gleich ändern, damit dann gleich der Tick beigehen. Jetzt sieht er mal, wie schnell es geht. Wie geht es außen rum? Hier seine Power, jetzt haben wir es dann schon und da seht ihr jetzt Tick schon auf der 5. Ja? Haben wir hier den Andi und dann haben wir noch die anderen Gruppe, die LMP1 Fahrzeuge jetzt. Nächsten. Abschnitt. So, wir klemmen hier auf Platz 7, Rowley im Augenblick auf der 8. Hat jetzt nochmal persönliche Bestzeit mit 1:30.569. Dann haben wir den Little Snake. Auf Platz 9 liegend. Auf Platz 10 hier wieder LMP1 Fahrzeug mit dem Langsee. Haben wir von der Endurance Group hier den Raven. Dann haben wir 15. zu den 12. Also 3 Runden Unterschied.
Unterschied zwischen Platz 11 und 12. Was ist da noch auf der 1? 12 Sekunden vom Like or Die. Dann haben wir hier schon einen wahnsinnigen Unterschied zwischen Platz 1 und 3. Das sind schon knapp 3 Minuten. 3 Minuten. Lukas zieht ja natürlich das Tempo jetzt mal drastisch an. Jetzt oben links, die LMP1-Fahrer sind natürlich ein Stückchen schneller. Und haben hier dann natürlich den Vorteil. Aber man merkt es beim Lukas auch, aus der Kurve raus hat einfach der Wagen zu viel Grip. Deswegen dreht sie ihn auch immer fast weg. Ja, mit seinem Porsche. Aber das sollte aber auch nicht das Problem sein, weil kann ja fahren. Wir haben es ja gesehen. Das ist im Augenblick hier der Mann der Stunde wieder. Weil im Augenblick 1:29.459 hat er die schnellste Zeit. Kann er jetzt nochmal packen, wenn er jetzt richtig aus der Kurve gekommen ist. Ja, war im Sektor, war der Schnellste. Jetzt halt gucken wir mal, wie er gleich die Schikane meistert. Schaut gut aus. Ja, nochmal Purple Zeit haben wir. Und Strafe, das war's mit Purple Zeit. Das war's mit der Purple Zeit. Liebe Freunde, da können wir dann nichts mehr machen. Hat er zu viel abgekürzt. Kurz runter, kurz wieder drauf. Wird trotzdem noch eine sehr, sehr gute Zeit. Ja, 1:30, 1:03. Aber da hat so viel abgekürzt und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Liegt 12 Sekunden dahinter. 1:30, 1:30, 6:80. Im Verhältnis sind ähnlich wie zum Stint 3, nur halt der Asphalt ist ein bisschen kühler. Dementsprechend muss man eigentlich auch merken, dass die Reifen nicht mehr so arbeiten wie vorhin, wo es Tageslicht war. Auf dem Curb Gas geben ist immer schön. Ja. Sind wir hier beim Andi? Seine persönliche Bestzeit. 11 Sekunden Abstand zum nächsten Fahrzeug, nicht das, was hier im Bilde ist. Also, der wird sich jetzt gleich noch hier zeigen im Rückspiegel. Wenn man auf den Dann sehen wir es gleich mal, wie er quasi den an die näher kommt. Ja, 7,2 und ihr seht, wie schnell das geht. Was für ein Vorteil du hast, natürlich auch mit Hybridantrieb. Alles komplett ausgereizt, der Reifen eigentlich komplett durch. Der Sprit eigentlich komplett verbraucht. Schauen wir aber die Runde noch mitfährt oder aber jetzt gleich reingeht. Ich werde ihn noch packen auf jeden Fall. Der Tick ist in der Box. Ich könnte mir vorstellen, er wird jetzt auch gleich in die Box gehen. Wir ziehen ihn dann vorbei. Ja. An der Situation lieber einen Vorsicht zu haben, ist normalerweise nicht ideal, aber das geht noch. Aber war er schnell genug durch. Jetzt auf der 6. 44 Sekunden auf Platz 5, der aber in der Box steht. Aber das denke ich mal, der Klemm jetzt auch reich. Gleich reingehen. Aber heute wieder ein kaputter Mensch zusammen. Nein, er fährt noch eine Runde. Er fährt die Runde noch zu Ende. Also er fährt noch eine. So. Tick hat er trotzdem vor sich noch. Wir sehen es hier, das kleine Auto in Blau. Da macht er ja den Abstand jetzt kleiner. Erst einmal. Bevor er dann in die Box geht, dann wird es wieder ein bisschen größer. Also der Abstand, ich denke mal, wird fast so bleiben wie vorher. Der Platz wird auch bleiben. Oh ja. Ah, das ist
ist aber nicht der Kollege Tick. Das ist Like or Die. Kurz gewartet, dann vorbeigezogen. Absolviert. Das war too much. Könnte auch eine Zeitstrafe geben. Ja, da ist die Zeitstrafe. Aber schau dir mal den linken Reifen an, den vor den linken Reifen. Also wenn der noch Gummi drauf hat, ne? Wahnsinn. Hello my friend, welcome back to my channel. Dann auch Zeitstrafe hier für den Kollegen Andi. Bei den GT3-Fahrzeugen dauert es natürlich immer ein bisschen länger, bis die wieder auf die Touren kommen. Ja, das ist kurz zwei Drehzahlen runter bei den LMP1-Fahrzeugen und zack, das merkst du fast gar nicht. Bei den Gruppe-3-Fahrzeugen ist das schon mal ein bisschen mehr, was da an Geschwindigkeit du verlierst. Du schaust dann da Rolling in the Deep. Ja, 1,30, 1,36. Mike, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, 30,8. Deine Zeit und der gute Langsi ist in der Box. Wind hat sich ein bisschen gedreht. Dann haben wir den Raven hier. Gibt den Druck. Ja, ich bin auch da. Ich bin auch da. Sogar pünktlich. Diesmal. Mit Vision. Sogar pünktlich. ETSL im Fußballstadion. Oh, hier auch Zeitstrafe für den Rafe. Liebe Freunde, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Und eine Anspielung? Nö. Ich muss mich vorhin umziehen. Dusch machen und umziehen, weil T-Shirt durchgeschwitzt ist. Nein. Bist du des Wahnsinns? Ich bin Franke und als Franke ist man Club-Fan und nicht Bayern-Fan. Aber rot, der Club ist auch rot. Ja? Außerdem eigene Mütze, eigene Käppi. Deswegen. Die Cappy muss zum T-Shirt passen. So, Rolling jetzt in der Box. Schaut's aus beim Alexander. Machen wir mal mit dem Fahrzeug rein. Deswegen, ich denke, HSV. Nein, Marcel ist HSV. Immer ist das HSV. Nicht ich. Never ever die Westvorstadt hier. Bam Hayes. Gutes Rennen von dir vorhin ins Stint 3. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Hast gut gefahren. Muss man schon sagen, aber Hashtag. Ja. Wenn du eins findest, im Wald ist okay. Dass du auf dem Fußballfeld siehst. So, Like or Die im Augenblick an der Box. Quasi der Führende. Na? Ja, so kann man es auch nicht.
Ja, Lukas jetzt schon auf der 3 und wir sehen hier Lukas auf Bestzeitkurs. Immer noch Bestzeitkurs. Die 1.29.495 ist in Gefahr. Lukas in Gefahr von seiner eigenen Zeit. Ah, verloren und jetzt kommt es darauf an, wie er durch die Schikane kommt. So, Lukas, nächste Chance. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Müsste auf jeden Fall, ja, passt. Ein bisschen Zeit aufgebaut sogar. Da vorne sprießen die Funken. Das könnte ein TEG sein oder ein ostfriesisches Auto sein. Ah, das ist der Ostfriese. Und da haben wir neue Bestzeit. 29,252. Ja, da ist die Abstimmung jetzt nicht ideal für dich bei dem Fahrzeug. Der hockt zu tief auf. Hallo Moni, schöne Grüße zurück in die Hauptstadt. Wenn wir schon haben, können wir ja die Moni fragen. Ja. Costa, das Costa. Können wir ja die Moni fragen. Moni, bist du einer der Berliner Hauptstadt-Club? Oder der andere Club, der heute 6-1 gewonnen hat. No Nickname, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Auch er, vorhin ja bei mir im Stint 3 gefahren. Müssen wir sagen, Kompliment an alle Fahrer bis jetzt. Ihr macht echt einen guten Job. Auch hier auf der Strecke musst du immer den Kopf im Rückspiegel quasi haben. Und Ocelot, vorhin warm gefahren. Nach der Abstimmung hat sich nach dem Stopp der beiden geändert. Nee, Costa war auf jeden Fall eher draußen und der als am Anfang. Und da war er dran. Da hat es einen Unfall gegeben, liebe Freunde. Da gab es einen Unfall. Ja, guck mal, vielleicht sehen wir es irgendwo. Haben wir irgendwo einen Schaden? Sehe ich leider nichts. Ja, das ist doch nett, hier unter Fahrerkollegen sich bedankt, dass man einen mal vorbeigelassen hat. Das ist Rennsport. So darf es auch sein. So besonders, die, ja, auf jeden Fall. Ja. Muss dann immer ein Auge im Rückspiegel haben. Ja, schnell genug hast du da einen hinter dir dran, wo du es gar nicht merkst, wo du denkst, ach, der ist noch ein bisschen weg. Nee, der ist schneller da, als du denkst. Servus, Allstar Motorsports, grüß dich. Würde dich gerne da auf dich überholen lassen. Ja, gut, wenn du halt aber mit dem GT3-Fahrzeug schenkt No Name ein Abo. Vielen Dank. Hier. Ja, wie läuft's? Ey, ich war pünktlich, Leute. Ich war pünktlich. Läuft bis jetzt ganz gut. Schaut ganz gut aus. Schön, dass der Ralf auch schon da ist. Also im Hintergrund zumindest. RTU wolltest du vorhin wissen, Neubundi. Ja, die GT3 ist langsamer. Genau, wo ich jetzt hinaus will. Klar, die GT3 sind langsamer, aber du musst auch mit den Fahrzeugen zurechtkommen. Wenn du 41 im GT3-Wagen sicherer fühlst, du fährst ja trotzdem dein eigenes Rennen. In dem Sinne, natürlich überholen sie dich die ganze Zeit. Ja? Aber da macht es trotzdem Spaß, weil du fährst ja trotzdem dein eigenes Rennen.
Dann haben wir hier noch den Andi. Entschuldigung, nee, den. Ah, warte. Illness. Aber Flame Haze, du willst mir jetzt aber nicht wirklich vorhin sagen. Dass du Kleber-Train bist. Wie läuft das? Wie läuft es soweit gut? Bis jetzt? Hast immer noch zwei, drei Leute, die halt springen. Das ist aber das, wie du das selber weißt. Das Ganze. Aber soweit relativ gut. So, Lukas jetzt auch wirklich auf der 1. Nachdem er ja den Schaden hatte, leider. Okay, in Lobby 4. Ja, es kommt immer auf den Streamer drauf an, auf den Host drauf an. Es kommt immer drauf an, wo die Leute auch herkommen. Dann auf die Internetleitung. Also es geht. Ich muss sagen, ich habe die Woche habe ich Afterwork League gestreamt am Mittwoch. Da haben auch ein, zwei Leute geleckt. Also das ist. Kommt immer auch drauf an. Ja, nein, ich bin FC-Fan, okay. Hat unseren Aufstieg vor 3 Jahren gefeiert. Ah, okay. Und von daher bin trotzdem ich Gran Turismo 7 besser. Auch wenn wir jetzt die Replay-Funktion noch nicht haben. Das, was ich gefeiert habe, weil wir haben eine richtig geile Situation am Mittwochabend gehabt. Aber das ist aber auch der einzige Vorteil, was wir noch haben. Die Replay-Funktion, die fehlt da einfach. Ja, da kann mir, glaube ich, jeder Streamer, egal ob es der Maurice ist, oder ob es der Prüfer ist, oder der Ralf, jeder zustimmen. Das fehlt da einfach noch. Um das Spiel noch besser zu machen. So, Costa immer noch auf der 2. Der fährt schon seine 28. Runde. Ja, Lukas haben wir in Runde 28 und wir haben die 1:29.222. Also er kommt im Augenblick noch nicht an seine Bestzeit hin von heute Nachmittag. Aber auch nicht, dass er es nochmal schafft, dass er wirklich die Zeit so weit runtersetzen kann. Ja, leider. Aber Replay wird. Ja, aber ich verstehe es halt nicht, warum sie es nicht gleich mit rüberschmeißen können. Es ist doch 1:1 eigentlich das gleiche, könnte man machen. Ralf, wenn du hier einen Eintopf kochst, ne, dann dauert es natürlich zu lang. Ja, eine Stunde haben wir noch. Ja, eine Stunde haben wir schon. Und knapp eine Stunde haben wir noch vor uns. Also sprich 59 Minuten. Ja, 59. Aber dann Kauderwelsch zusammen, ne? Bezahlt es sich, was ist. Meinst du jetzt zur AM? Unfall irgendwo Unfall. Da hat sich der Raven gedreht, liebe Freunde. Raven gedreht, Schaden vorne links, hinten vor sich, kommt die Bedrohung. Aufpassen, liebe Leute, in der Schikane hat sich weggedreht. Brauchst halt zwei Bildschirme mit Vision, ne? So, geht er schon rein, der Raven? Wie schaut's beim Little Snake aus? Kriegt natürlich die blaue Flagge, die... Wenn sie die, glaube ich, dauerhaft anlassen denen würden, wäre das, glaube ich, auch wert. Ne? Aber Ralf, du kannst doch für eine Pizza, die du in den Ofen schiebst, nicht zu lang brauchen. In der Box gewesen. Unser Kollege Little Snack. Dann haben wir ja den Langsi. Der leckt auch ein bisschen.
mit seiner Knutschkugel. 1:32.676 seine Zeit. Ich bin jetzt mal angefahren. Ja, aber willst du, wenn du Lobby A machst? So, ja, nee, so, Handy, Tablet. Laptop. Da kannst du beide schon. Fernsehen. Aha. Wie nicht, wenn du... Das Problem ist halt, du meinst, du hast Splitscreen. Du bräuchtest halt mehr Plätze da. Du bräuchtest halt einfach mehr Plätze dann in der Lobby. Aber zu viele Plätze dürftest du auch nicht machen. Also 20 wäre auch ganz schön. Okay. Was halt cool wäre, wenn wir halt 20 Plätze halt hätten. Vom Prinzip her, das wäre halt schon richtig cool. Nicht nur 15, sondern wirklich 20 Rennplätze. Ich glaube, das wäre dann schon geiler. Das kannst du noch stemmen. Alles, was denken wir über 20 wird, finde ich irgendwann übersichtlich. Ich habe ja auch ACC gestreamt und da hast du teilweise 30, 40 Fahrer und du kannst überhaupt nicht irgendwo, sondern musst du schon zu zweit sein, um überhaupt was im Auge zu behalten. Bei 20 Fahrern, das geht doch. Das kannst du wirklich alleine noch stemmen. Ja, und Ocelot ist hier on fire, wie es so schön heißt. Na, mach weiter so, Junge. So, der Blani in seinem schönen, abgespeckten, veränderten Aston Martini-Design. So, dann war's. Aber ist die Frage, brauchen wir es unbedingt, Ralf? Brauchen wir das unbedingt? Wir gehen jetzt bei diesem ja, nur ein Bild vom anderen Streamer. Können wir ja so einblenden, das wäre nicht das Problem. Das kannst du schon machen. Problem ist halt mit der Übertragungsrate, ist es halt das. Am Multistream kannst du ja machen, das geht. Auch technisch möglich. Habe ich am Anfang auch gemacht, wo ich halt noch nicht bei Twitch so war. Habe ich auch Multistream auf beiden Plattformen gemacht. Zum Beispiel YouTube und Twitch. Aber du dann die Qualität halten kannst von dem Stream, wenn du quasi einen Multistream hast. Ich finde es so fast besser, weil so hat jeder was und jeder kann sich voll auf seine Sache in dem Sinne konzentrieren. Klar, mit ein bisschen mehr Fahrzeugen, das wäre ganz geil, aber so. Der Rolli an der Wand entlang. Ja, das ging auch, aber wieder viel gefummelt, das ist richtig. Ich finde die Spieler können auch ganz toll. Hört mal, Ralf, das ist richtig. Aber dann brauchst du eventuell noch mehr Rechenleistung. Wie es Marcel im Augenblick hat, finde ich das fast schon mehr als mit seinen zwei Bildern. Ja? So, gehen wir mal wieder mal zum Klemmt. Der hat hier 5. Position im Augenblick. Inoffiziell die. Eigentlich hatte die 3. Position.
Wenn wir das hier ganz schon machen, machen wir schon ganz gut. Wir alle, was wir hier auch streamen, oder der größte Teil zumindest, hat einen gewissen Anspruch, wie der Stream sein sollte, von der Qualität her aufgezogen wird und so weiter. Also, nicht so wie ich heute, der das Update nicht runterzieht, das gehört nämlich auch zur professionellen Vorbereitung dazu, ja, ganz klar. Das gehört natürlich auch dazu, diese Vorbereitungszeit, aber wenn du halt schaffst und so, einfach ab mich in, ja? Wie sie es auf die nächste Stufe treiben solltest, naja, eventuell ein Bildschirm mehr, Ralf, oder ein Rechner, vor allem wenn es um die Zweikämpfe geht. Ja, aber da schon an. Also hier zum Beispiel jetzt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei ACC mehr Fahrzeuge hast, hast du auch mehr Zweikämpfe. Kannst mehr Fahrzeuge reinpacken. Das ist eine Sache. Vom Streaming und von der Qualität her, denke ich mal, machen wir das schon sehr, sehr gut. Was haben. Natürlich könntest du auch wie Marcel jetzt zum Beispiel auch noch eine zweite Playstation hinhängen. Das geht natürlich auch. Aber irgendwann bist du aber auch begrenzt damit. Um halt das Ganze hier zu zeigen. So, Lukas mit der 1.17er Endzeit, 1.29, 1.17. Ich gebe dir generell irgendwie was sagen, mein Rechner kann das. Ja, bei so Events wie jetzt, da kannst du schon noch irgendwas machen. Das haben wir jetzt mir zum Beispiel bei der GTSL. Das ging mir, glaube ich, ganz gerade hin. Jetzt, ja, was wir jetzt da im Stream noch einbauen können, das geht. Haben wir bei uns bei der GTSL. Wegs Tabellen und so weiter und den ganzen. Also Clem fährt für mich hin. Lempe. Und Cut. Also, Herr Masteo, ne? Bereiten Sie sich doch bitte mal auf Ihren Stream ordentlich vor. Ne? Vielleicht setzen Sie die Brille auf. Mann, hier. Immer das Gleiche mit dir. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Ich weiß, wie es gemeint ist. Du hast ja recht. Habe ich ja vorhin gesagt. Pünktlich war ich. Ich habe nur an das Update nicht gedacht und ich bin arbeiten gewesen heute. Ne? Hätte ich gestern Abend machen können, aber da habe ich absolut gestern nicht mehr dran gedacht, dass dieses blöde Update war. Ja, der Ralf hat es überbrückt und wir Streamer kriegen es immerhin, dass ihr in dem Sinne keine Verluste habt. Und ihr merkt ja in dem Sinne, dann bleibt der Ralf einfach 2 Minuten länger, 3 Minuten länger drauf oder umgekehrt. Und von daher ist es doch alles okay und ihr habt in dem Sinne trotzdem nichts verpasst. Aber Ralf, wir müssen dann vorher, müssen wir dich noch pudern dann, ne, wenn du eine Resistenz-Schule hast. Ne? Wenn du es nicht schaffst, 3 Tage PSA zu machen, brauchst du das nicht auf andere schieben. Das ist 3 Tage Zeit. Du, ich hab am Mittwoch habe ich streamt. Und dann seitdem habe ich es echt nicht gemacht. Ist halt echt so. Ich habe halt wirklich 3 Tage die Playstation einfach mal nicht angemacht. Es tut mir leid, Jungs. Ja, aber wer solche Community-Freunde hat, ne? Ja. Braucht sich für den Sport auch nicht zu sorgen.
Oh, liebe Freunde, schauen wir das mal ganz an. Egal. Ja, hat ja auch funktioniert. Wenn es dann gar nicht funktioniert hätte, dann wäre es schon. Handy habe ich. Ja. Ah, da kann man es einspeichern, ich weiß. Wir müssen mal zum Rennengeschehen hier zurück. So, die Nummer 1. Der Lukas ist immer noch auf der 1. Hier 36 Sekunden Vorsprung vom Tick. Dann haben wir den Clem auf der Nummer 3. Costa im Augenblick noch dazwischen mit seinem. Mit seinem GT3 Boliden, der fährt jetzt in die Box. Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Normalerweise hat es nie Probleme gegeben. Normalerweise schaffe ich das Ding immer eher loszulassen, aber das war halt wirklich spitz auf Knopf. Ich hätte nur einen Rechner 2 Minuten früher einschalten müssen. Das wäre alles gewesen. Leider war ja jetzt auch in der Box, also die beiden hier. Denn im Gruppe 3 Klassement gleichzeitig in der Box. Der Rowley wird jetzt dann gleich vorbeidüsen. Auf meine Frau, da brauche ich keine Geländer. Wenn ich eine Frau hätte, hätte ich dann das Problem, dass ich dann auf streamen könnte. Das ist die nächste Frage. Alles klar, Rowley hat wieder mal alles gegeben. Im Augenblick auf der Position Nummer 5 wird sich aber dann gleich jetzt an den Kollegen was daran schleichen. 10 Sekunden sind's. Leigodai dahinter. Dann haben wir den Langsi. Ja, es versteht nicht jeder. Und das ist das. Also, es ist ein Hobby natürlich. Ja. Solange die Beziehung nicht drunter leidet, ist das alles super. Kommt aber auch immer darauf an, wie oft du dich siehst. Wie lange kennt ihr euch? Wie lange seid ihr schon zusammen? Das sind alles so Faktoren. Ja, jeder kann nicht das Hobby so ausüben wie auch hier. Ja? Na moin, Blubbe, haben wir vorhin schon gehabt. Ja, darum finde ich es auch so faszinierend. Und da muss ich ihn Lob an Prippe aussprechen, dass seine Frau das wirklich so mitmacht. Ja, weil sie sind ja auch erst vor kurzem Eltern geworden. Und Prippe findet echt die Zeit, sich um die Orga zu kümmern, um sein Kind zu kümmern. Ja. Ja, also. Das ist schon cool. So, der Blani hier auf Position Nummer 8. 12 Sekunden vorm Andi. Hätte dich auch schlimmer treffen können, Prippe. Tropics, grüße dich, Rolli is okay, the game is not too much. Also wenn du heute siehst, wie es den Rolli quasi durch sein Auto schleudert, ne? Das ist schlimmer wie eine Achterbahnfahrt, wie Autoscooter, wie Freefall Tower zusammen, dass der quasi sich noch nicht übergeben hat in seinem Auto. Das ist, glaube ich, das Nächste. Gib auf jeden Fall Gas. Raven im Augenblick auf der Position 11. Weil wenn ihr seht, wie der durch das Auto fliegt, ne, bei welchen G-Kräften der eigentlich wäre, das kann ich gar nicht wissen. Ja, ich bin auf jeden Fall... Ich würde nicht sagen, dass die Zeit opfern. Es ist unser gemeinsames Hobby und es ist ja die Community. Und da können nicht nur Streamer mit dazu, sondern auch die verschiedenen Orgas, die verschiedenen Fahrer, weil die müssen auch ihre Zeit aufbringen. Ihr habt ja auch Hobbys. Ne? Ins Backfire. Ne? Also das ist ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Und eigentlich den größten Dank dienen eigentlich dann den Familienmitgliedern, Frau, Freundin, keine Ahnung oder sonst irgendwas, die das Ganze hier unterstützen, dass man das sowieso aus. Ja?
dass man es so unterstützen kann. So, der Dead Hunter ist da. Eine wunderschöne guten Abend und willkommen bei mir auf dem Kanal. So, Lukas auf der 1. Jetzt sind wir schon wieder bei 1:11. Jetzt sind wir fast 12. Ja, weil ohne eure Fights, ohne eure Hingabe, wie ihr den Sport in Anführungszeichen, den Sim-Sport so betreiben wird, hätten wir Streamer auch nicht so viel Spaß. Mal ganz ehrlich sagen. Kick ist die 1:12 dahinter. Clem ist jetzt an der Box. Der hat auch sein Material bis zum Ende ausgereizt. Jetzt kommt er auf die Bahn. Hat auch hier 1:11 Vorsprung vom Rowley. Ja, der fährt jetzt Rolling in der. Ja, also ihr seht es hier im Dunkeln. Dann haben wir den Costa auf der 5. Ist quasi der erste der Gruppe 3 Fahrzeuge. Hat vor Laigo Dai 16,9 Sekunden Vorsprung. Dead Hunter, ich hoffe, dir geht's gut. Hat es bis jetzt einen schönen Samstagabend. Ja, und Laigo Dai fährt hier wirklich auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Allgemein, Performance der Fahrzeuge und der Fahrer ist heute wirklich überragend, muss man schon sagen. Ja, was für schöne Zweikämpfe sind, was für Fairness hier. Er ist neu bei euch, okay. Ja, passt. Alles gut. Ein bisschen kaputt heute von Arbeit und jetzt gerade noch den zweiten Stream heute am Abend. Aber soweit gut. Freut mich. Ja? Aber wo war der? Der war. Der ist schon mal irgendwo gefahren, glaube ich, Pribe, oder? Der Laigo Dai. Der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Bei irgendeinem Team war der, aber ich weiß es leider nicht mehr. Oh. Dann haben wir hier unseren österreichischen Kollegen, ne? Der wurde Langsi. Grüß dich, Marc. Schön, dass du da bist. Du schaffst. Ah, okay. Aber steht hinter Like. Marc, du bist der Papa vom Like. Like und I. Das ist auf dem Schuh, bitte. Ah ja. Cool. Freut mich. Auch dir herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du mit reinschaust. Dein Junge macht's echt gut. Ja. Also, hat er das vom Papa gelernt, das Fahren? Hast du ihm das beigebracht, Marc? Oder hat der Junge dem Papa das beigebracht? Oder ist er am alten wieder der Prüppel schon? Das kann natürlich auch sein. So, Langsi in der Box. Blani haben wir auf der 8. 14 Sekunden Vorsprung hier vom Andi. Hier auch Little Snake, der aus der Box kam. Danke, nee, er hat. Bestimmt gefragt, so Papa, kann das weg? Und du so, ja, alles klar, nimm damit. So, hier sehen wir, wie gesagt, Little Snake. Im Hintergrund haben wir schon Kollege Lukas gesehen, der im Anflug ist, hier mit seinem LP1. Ja, du weißt doch, Marc, in einem gewissen Alter, ja, haben wir ja alle so langsam Sinn. Da lassen auch die Reaktionen nach. Und ja, mir sollen sie doch schneller sein, sollen sie doch Spaß drauf haben. Der Waffenträger ist auch wieder mal da. Ja, grüß dich. Da wollte ich hin. Um Raven. Ja, 46er Zeit im Schnitt jetzt die letzten Runden. Konstant. Da haben wir einen Alexander 44er. Halt im Schnitt.
wir nochmal hier, weil wir schon vom Like or Die haben. 44, 45. Hallo, Alter, gibt's hier nicht. Ich würde sagen, doch, Edwischen. Aus dem Grund, Leute brauchen manchmal einfach mehr Training, um auf die gleiche Zeit zu kommen. Also du musst dich manchmal als Älterer ein bisschen mehr reinhängen, dass du auf die gleichen Zeiten kommst. Weil die Jugend unbekümmerter reingeht, die einfach Vollgas und gib ihm. Und du magst dir als älterer Mensch eigentlich, oder ältere Person, egal ob männlich oder weiblich, mehr Gedanken. Das ist das Ganze daran, worum würde ich sagen, trotzdem gibt es einen kleinen Unterschied. Können wir ja Marc mal fragen. Marc, wie ist es denn? Magst du dir über gewisse Kurven mehr Gedanken als dein Sohn, wo er dann einfach sagt so, ey, aber du kannst dabei voll durch. Du denkst so, nee, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Können wir doch gleich mal hier Vater fragen. Sohn sehen wir ja fahren und Vater können wir ja fragen. Oh, schauen wir mal. 45.007, seine Zeit. Reifen sind gut, halt voller Tank. Fahren wir doch mal mit. Ja, jetzt auf persönlicher Bestzeit. Ist der? Und das macht es halt dann manchmal den gewissen Unterschied einfach aus, dass du sagst, ey, es rotiert, es macht, es tut. Die Kurve hast du vorher so gefahren. Ich war da eine Sekunde schneller oder eine halbe Sekunde schneller jetzt dadurch in der zweiten. Das macht auf jeden Fall super. Ja? Und das habe ich damit gemeint, dass du dir wirklich Gedanken mehr machst. Ja, also er hat ja ein Team um sich rum. Hat er jetzt schön Platz gemacht. Wenn du mit Leuten trainierst, wo du auch besser sind, wirst du automatisch schneller. So, langen sie ist es gerade vorbei. Nein, deswegen sage ich ja, die brauchen manchmal mehr Training einfach. Einfach mehr Training, weil sie zu viel nachdenken über das. Echt neben bin ich echt schnell auf Track Tools, aber virtuell ist das anders. Ja, da fehlt das Pomometer. Also ich war auch, wo ich Viertelmeile gefahren bin früher, war ich relativ zügig an der Ampel, also wirklich Reaktionszeit wirklich schnell gehabt. Dann ging es auch vorwärts, aber virtuell ist das ganz anders. Dir fehlt das Pomometer, dir fehlt noch mehr der Herzschlag deswegen. Ne? Wer trainiert, viel trainiert. Wenig Talent. Sitze ich 24 in der Lenkrad. Ja. Aber das ist ja auch wieder eine Cristiano Ronaldo. Er hatte weniger Talent als Messi. Hat mehr trainiert. Du siehst, was der alles erreicht hat. Deswegen übe ich schon gar nicht mehr, weil es wird eh nicht mehr besser. So, Lukas in der Box, liebe Freunde, mit nichts an Sprit. So, Like or Die gegen Costa. 20 Sekunden, also der Abstand bleibt circa gleich. 46 Runden. Hat er jetzt gefahren in der letzten beim Costa 44. Ja, da geht jetzt innen drin lang sie vorbei beim Rowley, unserem alten Känguru. Der springt gleich mal wieder durch die Gegend wahrscheinlich. Wird 31.398 beim Clem 29.988 und die 28er Zeit haben wir auch schon wieder beim Lukas. 28.857. Was der für eine Pace geht, ne? Das ist Wahnsinn. So, 1:18 hier vom Tick dahinter. Und hier Runde 43
hat der Kollege Lukas Evo geschafft und hat 28,857. Jo. Ja, ist doch so, oder nicht? Schau doch mal an, wie so ein Känguru ey, auf Speed. So, für die LMP1-Fahrzeuge haben wir noch knapp 11 Runden. Unser Essensbecher im Hintergrund macht sich natürlich so langsam fertig. Ja? Habe ich das Gefühl, so langsam. Nachdem unser Essensbärchi was gegessen hat, wird aus dem Essensbärchi ein Glücksbärchi. Ja? Da bin ich mal gespannt, wie er dann über beide Ohren grinst hier. Ralf, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ach, der zählt nochmal. Nein. Der Kotzbär, der Ralf, der hat quasi den letzten Stint für heute. Und CD und ich sind dann quasi im Hintergrund bei der GTSL und schauen nebenbei ein bisschen Fußball. Und Tick hier 29,854 hier. Musst du mal vorstellen, Tick Platz 2. Ich werde fast eine Sekunde langsamer. Aber waren denn trotzdem Platz Nummer 2 im Augenblick für WS Racing. Das wird trotzdem ein ganz schönes hartes Brett für die Jungs und Mädels, sich den Titel hier im Event zu sichern. Auf Platz 3 im Augenblick. 46 Sekunden auf dem Tick. Rowley auf der 4. Ja. Weiß ich noch nicht, ob ich Blöpfußball mache. Ich bin hängt kaputt vielleicht. Mal gucken. Ja. Hab morgen noch was vor. Wahrscheinlich nach dem Fußball wahrscheinlich auch fast ins Bett fliegen. Ja. Aber ihr dürft gerne dann noch bei der GTSL mitschauen. Ja. Also wer noch Bock hat, darf gerne dann. Platz 4, Costa auf Platz 5. Abstand immer zwischen 20 und 21 Sekunden. Also da setzt sich keiner ab oder fährt da irgendwie zu. Das bleibt eigentlich gleich. Die beiden sind hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ja. Ja, heute ist Warteliste. Liga Nummer 7 und 6. Platz 7 hier. Für die blaue Flagge. Gezeigt der gute Langsi. Hier, Tick zieht vorbei. Schön Platz gemacht. Wird übertragen beim guten Nils. Weil mir vier, ja, Prippe, der Marcel, ich und der Ralf sind ja heute hier beim Event zugange. So, legen wir hier nochmal den Zweikampf der beiden. Tickt zwar vorbei, aber im Windschatten hängt er sich ran. Denn wir sind heute nicht bei der GTSL, also wir streamen heute nicht GTSL, weil wir hier beim Event sind. Ah, da hat er ganz schön viel Zeit verloren, der Langsi. Hat er, glaube ich, den ganz. Ja. Hat er die blaue Flagge gehabt. Bei der GTSL. Qualifikation, 10 Minuten, eine Stunde Rennen pro Liga. Beide hintereinander. Wir könnten von
was. Ah ja. Aber jetzt dranbleiben. Der gute Ralf kommt dann hier gleich danach. 46 von 59 Runden hier bei der Gruppe 3. Starkes Rennen vom Clem auf jeden Fall. Schade, dass es weiter ein Tick gestartet ist. Das wäre sonst cool auf jeden Fall. Ja, aber dann merkst du halt wieder mal, dass es halt in dem Falle Hinsberg, dass es halt doch ein Teamsport ist. Und dass du halt nur als Team gewinnen kannst, wenn halt alle ihre Top-Leistungen abrufen. Beziehungsweise du kannst das ausgleichen. Aber manchmal ist der eine, hat er einfach einen besseren Tag. Muss man auch ab und zu mal zugeben, es auch, kommt auch auf die Tagesform drauf an. Naja. Dann kannst du fahren, wie du willst und bringst einfach nicht die Leistung, was du vielleicht gestern oder Tag zuvor zusammengebracht hättest. So, der Andi macht im Augenblick keinen aggressiven Druck, muss man schon sagen. Nicht, dass er hier aggro. Wer ist es noch, wenn jetzt hier Kollege Madwischen jetzt noch die Klingel gehabt hätte und die Frau ruft hier mit Bier? Oder rufst du in der Küche an? Frau, ein Bier bitte. Hab's es auf der Rechnung. Ja, ist auf jeden Fall Gewürzgurke. Es ist auf jeden Fall ein starkes Rennen von Costa. Muss man wirklich sagen. Ich dachte, die Leistungsdichte ist wirklich sehr, sehr gut. Und macht auch wirklich Spaß. Daytona ist auch eine geile Strecke. Muss man wirklich zugeben. Daytona macht einfach Spaß zu fahren. Du hast schöne, lange Abschnitte. Du hast aber auch hier durch das Infield. Ja, du kannst das Rennen eigentlich auch im Infield wegschmeißen. Hast du dann auch nichts gewonnen. So schnell kannst du auf der Geraden gar nicht sein. Wenn du es im Infield nicht packst, ist es auch vorbei. Und wie sind wir denn? Das ist mein 40. Dann haben wir hier noch 6 Runden, liebe Freunde. 6 Runden. Haben wir noch zu gehen. Sekunden Vorsprung hat der Lukas hier auf den Tick. 44 Sekunden hat unser Tick auf den Klemm. Einen wunderschönen guten Abend an Feel Good Racing. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vorbeischaut. Hier haben wir es auch mit drin. Unseren Kollegen. Freut mich, dass er auch bei mir vorbeischaut. Oh, Rowley soll sich nicht verletzen. GT3 haben wir den Costa. Costa ist in der Box, ja. Auch Like oder ist in der Box. Easy in der Box. 50 Runden sind Box. 49. Runde waren sie drin, Ralf. Ja. Wir gehen ja dann zu Ralf dann gleich rüber. Wenn es dann so weit ist. Hier, Lukas, nochmal auf Bestzeitkurs. Lukas auf Bestzeitkurs, liebe Freunde. Legen wir hier nochmal eine neue Bestzeit zu sehen. 1,28,8. Nein. Hört wahrscheinlich nichts hier. Das wird wahrscheinlich nichts. Nee, 29,943.
ersten Abschnitt ist er auf jeden Fall richtig stark. Haben wir auf Position 1, Tick auf der 2, Clem auf der 3, Rowley auf der 4. Hier schön, hier zwischen der Clem und dem Rowley, hier die beiden im direkten Überholvorgang. Rowley ist ja. Der muss ja mittlerweile schon immer die dritten drin haben, die muss ja schon mittlerweile die 28. drin haben. Mittlerweile. Ja. So. Die Gruppe 3 ist quasi schon beim Ralf Costa. Haben wir den. Der Blani steht. Der Godai steht. Der Andi kommt jetzt reingefahren. Wann haben wir noch hier? Little Snake. Raven. Und der Alex. Vorne. 56. Runde. Und 28.548 vom Lukas. Der wird zum Schluss immer schneller. Er wird zum Schluss immer schneller, Freunde. Ich würde euch gerne mehr Zweikämpfe zeigen. Geh mal in das direkte Duell mit hier. Kannst du leider nicht draufbleiben. Einmal geht's eine Sekunde gut. Dann kriegst du wieder eins vor Sünd geballert. Ja, 3 Minuten 10 der Unterschied zwischen den beiden hier. Das war ein Fahrfehler. Da muss auf jeden Fall eine Zeitstrafe kriegen. Weil so wie er da drüber geballert ist. Okay. Ich dachte, es gibt eine Zeitstrafe. Aber nein, die gibt es nicht. Krass. Wir gehen mal zum Langsehen. Das farbenfrohste Auto im ganzen Feld. Da haben sich Kinder mal ausgetobt. Hier mal eine ganz geile Lackierung. So, und auch schon, wo Lukas. Brauchen wir noch ein bisschen. Er fährt schon in die Box. Also, es sollte. Ja, hier ist er. Kennst du den? Kennst du, oder? Kennst du. So. Little Snake ist jetzt auch gleich in der Box. Langsam kommen sie rüber. Hier geht's. Alex gegen Raven. Können wir mal draufbleiben auf den beiden. Bevor wir dann zum Kollegen Lukas gehen und wir dann zum Ralf überreden. Und 50. haben wir quasi. Jetzt 58 auf 59. Bleiben wir mal dabei. Machen wir gleich den Raid fertig. Ihr dürft gleich mit mir mitreisen zum Ralf rüber. Beiden sehen wir hier im Zusammenspiel. Sehr schön anzuschauen. Und gleich oben der Kollege vorbeigeflogen.
vorletzte Mal durch diese Schikane. Ja, das letzte Mal durch die Schikane. Ja, und jetzt gehen wir rüber zum Ralf. Und dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen rüber zum Ralf, machen den Raid fertig. Wir sehen uns bis nächste Woche. Ich bin morgen nicht bei der GDSL dabei, sondern die Jungs machen das ohne mich. Ich wünsche euch noch. Ciao.